So, Nikes ist auch wieder am Start. NKS. Und auch wir, ich als MC, Honef und Und die Universität, Top 9 Universität in Deutschland ist auch wieder da. live aus Mannheim. So, Shoutouts München, New York. Alle. Shoutouts an alle. Und an Nikes. Und dann hören wir jetzt. Wilder Beat. Ah, Probiotik! Erzähl doch noch 10-mal, dass Podcast Subscriber hat. Nur leider bringt die nichts, denn für Battle Rap fehlt die Leidenschaft. Mit jedem Turnier wird die Schlinge doch nur noch fester, denn mit Rappers dann geht's bergab seit dem Vier. Also, wilde Moves. Junger Ascher hier im Video. Ja, Mann. Hier denkt er nach, wie er. Macht echt gut. Also, er hat ja immer seinen. Sorry. Ich wollte sagen, der hat ja immer seine typische Mimik, wenn er immer so. Aber ich finde, er macht das richtig gut. Aber no joke, ich kriege das nicht so hin, für jemand anderen zu synchronisieren. Und dann auch mit diesem Effekt, dass es immer so schneller wirkt. Ich finde echt gut gemacht. Ja, Shoutouts an mich gehen raus, weil ich habe den guten Nix geschrieben. Komm, frag mal Probiotik, dann macht ihr gerne ein Video. Und, echt? Ja, hat auch im Endeffekt gemacht. Und ja, was soll ich sagen, Bruder? Man sieht. Machen wir weiter mit diesem Top 9 Studenten. So. Doch jetzt probierst du was Neues, passier unten an dein Sexleben. Als 1,30 ergeben kannst. Was macht man am besten, wenn eine Liga versagt? Natürlich einen Cup als. Da hat er sich als der Beat Producer verkleidet. Sagt natürlich einen Cup als Ersatz mit dem gleichen Scheißnamen. Meine Eimer sind voll dank meines Cash. Da wirft er die Münzen, die er durch die Unis verdient hat. Okay, wir sind aufhören mit dieser. Ja, ich finde es aber übel gut. Er ist wirklich gut geworden. Nein, aber no Fitner, ich finde das Video richtig gut. Ich finde es übel geil gerappt. Stimme ist geil, deutscher Onkel Gammel und im Video deutsche Leonardo DiCaprio. Und ich finde, sein Bart und sein Hemd verschwimmen ineinander ein bisschen. Sieht aus, als ob er. Echt so? Nice, stabiler Bart auf jeden Fall. Einmal nur dann voll, wenn du zum Bathroom musst. Meine Augenringe groß seit 3 Wochen. Der Pandemie weiß ich nicht, was für einen Wochentag wir haben. Ich freu mich schon auf die ganzen alten Rap-Rennen. TikTok too much und dein Smartphone nicht verwendbar. Jetzt sind noch 4 Plätze frei und ich lass nur Probiotik rein. Shirley und Brian brauchen ja Content für die Subs von Prime Time. Ach fuck, jetzt hab ich wieder Stopp gedrückt. Yo, hier ist Wine Diamond. Ich muss sagen, ab einer Minute fand ich teilweise die Pausensetzung sehr, sehr komisch. Vor allem bei der letzten Line. Ja, also, das sollte ja irgendwie eine Pause sein davor und so, aber das hat irgendwie nicht gesessen. Das klingt eher nach Flow-Fehler als nach einer geilen Pausensetzung. Aber bis dahin fand ich es wirklich sehr. Ja, wir haben am Ende des Videos auch einen Flow-Fehler gesehen und danach kam Malte direkt. Geiler Mann. Shoutout zu Malte. Shoutout zu Ryan Diamond. Shoutout Wine Diamond. Seine Quali gucken wir nicht. Also die von beiden. Aber, ja, geile Quali. Der Typ hat es verdient reinzukommen. Wählt den rein. Für mehr Probiotik-Videos. Dann habt ihr. Macht er jetzt jedes Video für den? Ja, inshallah. Wäre doch nice. Stimmt. Gönn den. Also ich würde gönnen. Ja, dann erste Runde gegen den Pesto Maker. Und dann hat er sein Erlebnis. Da kommen bestimmt ganz viele Pesto-Lines, Pesto-Vergleiche. Ja, ich finde auch. Jo, ich würde meine Nudeln nicht mit dir essen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich hoffe mal nicht, dass der. Den bringe ich nicht. Egal.
Pause, Pause, Ende aus.